Guten Abend. Herr de Witt? Aha. Frau de Witt? Mein Name ist Andries Rebhagen. Ich bin vom Devisenschutz. Das ist mein Kollege Job Out. Sie verstecken nicht zufällig Juden hier oder jüdisches Eigentum, das dem Staat gehört? Ich? Nein, nein. Ein schönes Haus haben Sie. Und Sie wohnen hier allein? Ja, ganz genau, nur für beide. Und von was leben Sie? Ich war Zimmermann. Oh, schön. Das war Jesus auch. Und wer hat ihn umgebracht? Die Römer. Ja. Hören Sie, wir haben gar nichts gegen Juden. Wir halten uns nur an die Gesetze. Also, wenn Sie hier jemanden verstecken, ist es besser, Sie sagen es uns. Wir haben nichts zu sagen. Sie schicken die Juden zum Arbeiten nach Deutschland. Wieso riskieren Sie so viel? Da hören wir ganz andere Geschichten. Die Leute reden viel. Und einer macht es schlimmer als der andere. Job! Also, wollen wir mal zusammen nach oben gehen? Wir kennen Sie schon so lang. Wo ist Ihr Geld? Mein Mann hat all unser Geld bei sich. Und wo ist Ihr Mann? Den haben Sie schon. Drehen Sie sich um, bitte. Wenn Sie wollen, kann ich Ihnen helfen. Aber keine Lügen mehr. Ich möchte Ihnen gratulieren. Amsterdam ist fast völlig judenfrei. Hat die Polizei irgendwo in Europa Ihre Arbeit so gut gemacht wie Sie hier in Amsterdam? Ü könnt stolz sein ob Ü selbst. Aber es gibt natürlich immer ein paar, die einfach so davonkommen. Kann ich mich auf Sie verlassen, um auch die allerletzten Juden auf Transport zu schicken? Ab heute wird Kopfgeld bezahlt. 7,50 Gulden pro verhafteten Juden. Damit kommen die jetzt? Die sind doch alle untergetaucht. Fritz. Hallo, Jan. Heil Hitler! Du kannst den Vorrat an Personalausweisen wegwerfen. Es gibt neue. Sie verwenden andere Tinte. Lages hat Kopfgeld eingeführt. Wenn du hiermit aufhören willst, Jan, dann kann ich das verstehen. Hast du noch mehr Leute bei der Polizei? Nein. Na dann, die Deutschen brauchen auch einen neuen Vorrat. Vielleicht finde ich heraus, wann genau sie ihn nach Den Haag transportieren. Dieses Haus wurde vom DSK beschlagnahmt.
Es wird bald verkauft, aber bis dahin sind Sie hier sicher. Und wie kann ich mich bei Ihnen bedanken? Das können Sie tun, wenn alles vorbei ist. Das werde ich Ihnen gleich erklären. Sind dann alle beisammen? Vielen Dank. Komm. Sehr freundlich. Danke. Ich habe gehört, dass Lages euch 7,50 Gulden pro Jude bezahlen will. Das ist lächerlich. Ich werde aus eigener Tasche 10 Gulden obendrauf legen. 10 Gulden für jeden Hinweis, den ihr mir gebt. Was ist mit den Sachen von den Juden, die wir finden? Dürfen wir die behalten? Nein. Das Eigentum der Juden wird vom Devisenschutzkommando beschlagnahmt. Aber das wusstet ihr doch schon lange. Wissen Sie das auch? Du könntest ein Foto von uns machen. Dann. Meine Herren, rückt kurz zusammen. Hier, das ist eine ganze Familie. Die wollte ich eigentlich Lages geben. Aber für ein paar Zehner mehr gehört sie Ihnen. Hast du kurz Feuer für mich? Ich rauche nicht. 10 Gulden sind viel Geld. Wir müssen einander helfen. Aus Ihrer Tasche? Und der Nutzen für Sie? Es gibt keinen. Wieso machen Sie es dann? Ich versuche Ihnen zu helfen. Wem? Ich erkläre es später, wenn ich weiß, wo du stehst. Rebhagen. Na los, kommen Sie mit. Noch etwas erreicht in den letzten Tagen? Nur falsche Hinweise. Nur falsche Hinweise. Keine Untergetauchten, kein Bargeld, wirklich nichts. Veri. Elisabeth. Betje. Ist am Bahnhof aufgegriffen worden. Witwe, jüdische Mutter, halbjüdischer Vater. Ist bereit zu reden, wenn wir ihre Familie schonen. Was hat das mit mir zu tun? Ich bin mit Ihren Ergebnissen nicht zufrieden. Wollen wir weiter Freunde bleiben, müssen Sie etwas besser arbeiten. Die falschen Hinweise können noch kurz warten, oder? Ich erwarte Ergebnisse. Na dann, erzähl mal, Frau Verräterin. Warum soll ich dich und deine Familie nicht nach Mauthausen schicken? Zeig sie mal. Auf der Karte. Was? Untergetauchte Juden in Amsterdam. Ich komme aus Rotterdam. Ah, sie weiß gar nichts. Dann auf Transport, bitte. Ich kenne jemanden beim Widerstand. Und wen? Wen? Charlie. Hartog. Er hat öfter von Überfällen und sowas gesprochen. Dann nichts wie hin zu ihm. Komm. Und mein Ausweis? Den behalte ich erstmal. Aber
wenn man mich aufgreift? Nein, du wirst nicht aufgegriffen. Wir werden dich im Auge behalten. Guten Tag zusammen. Wirklich schlau, im eigenen Haus unterzutauchen. Und nun? Ich denke, ich kann Ihnen helfen. Aber dann muss ich Ihnen auch vertrauen können. Kaffee? Ja, vielen Dank. Danke. Kaffee? Gern. Ja? Du bist neu. Ich arbeite hier seit Jahren. Ich habe sie schon oft bedient. Tut mir leid, ich konnte es nicht lassen. Ich bin für meine Schwester eingesprungen. Die andere Rothaarige. Ich glaube, sie mag mich nicht besonders. Sie hat sie mit einer anderen im Bett erwischt. Und sie fragten, ob sie sich dazulegen möchte. Wohl kein guter erster Eindruck. Es hat mich neugierig gemacht. Quittung, wertvolles Eigentum. Quittung. Praktisiere nüt auf nie. Das besorgt ihr Vertrieb. Dann nüchtert ihr das Leben. Das soll mir Rüst ihr geben. Praktisiere nüt auf nie. Damit wird ihr. Hier sind wir sicher. Also, wählen Sie etwas aus. Es ist allerdings nicht koscher. Oh, bevor ich es vergesse. Hier ist Ihre Quittung vom SD für Ihre Diamanten. Sie haben sie dem SD gegeben? Nein, nicht alle. Nur 10, um ehrlich zu sein. Musste ich, sonst fällt es auf. Den Rest habe ich noch und den bekommen Sie nach dem Krieg wieder. Ich könnte Ihnen dafür auch eine Quittung schreiben, aber wenn sie in die falschen Hände gerät, kommen wir beide in Teufelsküche. Warum tun Sie das eigentlich alles für mich? Ich habe vor dem Krieg einige Jahre in Deutschland gelebt. Ich war mit einer Jüdin verheiratet. Ich möchte das jetzt nicht vertiefen. Ich habe nichts für Sie tun können. Ich habe den perfekten Deckmantel. Die Deutschen denken, ich würde für Sie arbeiten. Allerdings habe ich ein ungutes Gefühl, weil ich nicht genau weiß, wem ich vertrauen kann. Hier. Entschuldige, aber das habe ich nicht bestellt. Das ist von Ari. Ari, wieso bestellst du mir ein Bier? Dries, ich habe Ärger mit Camp. Camp? Was will er von dir? Ich habe 2 jüdische Freunde. Camp will sie verraten, wenn ich ihm nichts bezahle. Tut mir leid, bin gleich wieder zurück. Camp? Einen Moment. Camp? Ja? Geh mir aus den Augen!
Raus hier! Mach schon! Er kommt hier nicht mehr rein! Das hätten Sie nicht sehen sollen. Aber wir müssen einander doch helfen. Ja. Ja, das müssen wir. Ari! Könntest du bitte ein Foto von uns machen? Ja. Ich habe Freunde, denen Sie vertrauen können. Und Familie. SD. Weswegen sind Sie hier? Geht hier nichts an. Obersturmführer Kessler, Sicherheitsdienst. Es herrscht der Verdacht der Veruntreuung. Wo ist Ihr Tresor? Na komm, 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 ich habe nicht den ganzen Tag Zeit. Schlüssel. Ja. Ja. Ja, das stimmt. Ausweis. Und wieso? Keine Fragen. Kommen Sie. Was ist denn bloß los? Dazu darf ich Ihnen nichts sagen. Ich würde gern ein Kontrolltelefonat führen. Sie sind in diesem Fall noch kein Verdächtiger. Ich rate Ihnen, nichts zu tun, was Sie zu einem macht. Sie haben ja Ihren Posten verlassen. Wer bewacht jetzt den Eingang? Wir brauchen Ihre Hilfe. Die Dokumente müssen mit zur Begutachtung. Soll ich Sie etwa verdammt nochmal alleine schleppen, oder was? Also, das ist Dries. Guten Tag. Angenehm. Ein kleines bisschen muss er abgeben an den SD. Das geht nicht anders. Aber der Rest ist bei ihm sicher. Wir kennen uns seit 35 Jahren. Sie können ihm vertrauen. Hm. Ari, kannst du ein Foto machen? Und beim Wegfahren habe ich gerufen, wehe, Sie verlassen Ihren Posten. Fast 10.000. Weißt du was, das sind 10.000 Menschen, die nicht abtransportiert werden. Das ist die Mühe wert.
Das ist Charlie. Mit der neuen Kurierin. Hey, was höre ich denn da? Wird hier etwa gefeiert? Gute Arbeit, Charlie. Jan. Hallo. Fritz. Hallo. Sieh mal, was ich hier habe. Hallo. Hallo. Ich bin Jan. Bella. Bella Türlings. Hallo, Bella Türlings. Hallo, Jan. Van Limpt. Hallo, Jan van Limpt. Was feiert ihr denn? Das ist geheim. Du wirst hier viel Arbeit haben. Ich mag es eher klein. Aber meine Frau wollte lieber eine große Zeremonie mit allem Drum und Dran. Das verdient eine Frau doch auch. Ja. Ich habe ein Jahr lang Doppelschichten geschoben, um es wieder reinzukriegen. Und du? Bist du verheiratet? Ja. Aber er ist gestorben. Entschuldige. Schon gut. Kannst du ja nicht wissen. Wie war das? Er war die Liebe meines Lebens. Ich will nach Haus. Ist deine Schwester da? Nun, was gibt es? Muss ich das noch sagen? Die soll ich für Sie nach Utrecht bringen. Sie nennen sich selbst die Personenausweiszentrale. Der Leiter heißt Gerrit van der Veen. Tja. Wie viel haben die davon? Und was bringt ihnen das? Nichts. Sie machen es nicht wegen des Geldes. Los, geh und behalte sie im Auge. Wie lange noch? Bis ich sage, dass du damit aufhören kannst. Wer ist da? Andries Rebhagen, aus der Pension.
Meine Schwester ist nicht da. Aber deswegen komme ich nicht. Ich komme deinetwegen. Es passt gerade nicht so gut. Oh. Du kommst meinetwegen? Ja. Was ist da überhaupt los? Er hat wieder getrunken. Nein! Soll ich mal? Oh, was ist das denn für ein Arschloch? Wer ist hier das Arschloch? Wer ist hier das Arschloch? Komm auf die Knie. Tja, also, Ohrfeigen. Nein. Ja, entweder wirst du ihn schlagen oder ich. Und jetzt sie. Er tut nichts. Du tust doch nichts. Nein, nein. So. Sag mal, hast du noch Pläne für den Rest des Tages? Sind alle neu. Wenn mein Verdacht entdeckt, ob eins, wenn ich ein anderer Mensch geworden. Was kostet der? 14. Ich bin mein bester Wolfsier. Ist das nicht so schnell? Du meinst, das ist schnell? Ja. Vor ein Bandje scheint das Silbermandje auf der Heide. Ich sing mein Westerwolf Serenade. Mit einer schönen Dame wandelen zusammen zij aan zijde. En mijn hart brandt als de ketel in het ketelhuis. Zo had ik het ooit te pakken bij mijn moeder thuis. Ik zing mijn Westerwolf Serenade. Met een schöne dame wandelen te samen zij aan zijde. La da da di, la da da, la da da do, la da da dom, bom 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 bom. Ra da 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 jom, da 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 ja, la da da ja la la. Ik zing mijn Westerbork serenade. Tussen de barakken kreeg ik haar te pakken op de hei. Diese Westerbork liebe. Bist du wirklich so gefährlich, wie alle sagen? Du arbeitest für die Deutschen. Stimmt nicht. Hey, hey, was ist denn los? Du lügst. Das mag ich nicht. Gut. Ich arbeite für den SD. Ich darf nicht darüber reden, aber ich arbeite da nicht, um den Deutschen zu helfen. Und wem dann? Erzähle ich dir irgendwann. Spannend. Gret, da wo ich herkomme, da kommst du auch her.
Doch ich hatte niemanden, der mir geholfen hätte. Guck schön nach vorn. Ich habe darüber nachgedacht, was Sie gesagt haben. Dass Sie uns helfen wollen. Wir haben die Befürchtung, unser Haus zu verlieren. Deshalb haben wir da eine Idee. Wir sollten einander helfen, nicht wahr? Ja. Und noch zwei Whisky. Danke sehr. Bitte. Und wenn du ganz scharf nachdenkst, also eigentlich habe ich schon alle, denen ich vertraue, zu dir geschickt, Rhys. Einige glauben, dass wir zwei ein Paar wären, weil sie uns so oft zusammen sehen. Wäre ich doch 20 Jahre früher geboren. Dries, du hast gesagt, du könntest mir helfen, von Antwerpen nach England zu kommen. Ganz genau. Stimmt. Ich denke, es wird Zeit. Ich regle das. Das ist für dich. Der heilige Christophorus, Schutzpatron der Reisenden. Ist das nicht eher was für Katholiken? Egal, wenn es funktioniert. Er hat mich zu dir gebracht. Ich hoffe, dass er dich auch beschützen wird. Danke. Pack deine Sachen zusammen. Und morgen werde ich dich persönlich nach Antwerpen bringen. Albert. Jan. Darf ich dich kurz mal sprechen? Ja. Zwei Listen. Jan, wir verdienen uns ein paar Zehner. Wieso wir? Ein Befehl des SD. Los, kommt. Kommt.
so, da ist es. Nummer 26. Kann nicht sein. Es stimmt. Mr. Sharp? Nun kommen Sie schon. Nein, 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 das kann nicht sein. Komm. Und die vorherigen Bewohner? Ausgewandert. Und ich habe viel dafür bezahlt. Dries. Liebling, bitte, Sie sind sicher. Ich habe Sie selbst ins Boot gesetzt. Mir wurde versprochen, dass man mich beschützt. Hat Ihnen Dries Rephagen vielleicht diesen Schutz versprochen? Natürlich nicht. Diese Adresse kommt von ihm. So glücklich, Dries. Ah ja? Ja. Hören Sie auf! Hören Sie doch auf! Ja. Ich fühle mich geborgen bei dir. Das darfst du auch. Arbeitest du wirklich für die Polizei? Auch für den SD? SD? Nein. Aber du hast einen SD-Ausweis, er lag im Auto. Der ist gefälscht. Der war für den Überfall auf die Druckerei. Wieso findest du dich nicht damit ab? Hm? Haben die Deutschen gewonnen oder nicht? Du kannst diese Welt nicht allein verändern. Und außerdem haben es sich diese Leute selbst eingebrockt. Wer hat die Welt in diese Krise gestürzt? Die Banker von der Wall Street. Und das sind Juden. Wir transportieren aber ganz normale Familien ab. Dann hörst du eben auf bei der Polizei. Dann schicken sie mich zum Arbeiten nach Deutschland. Dann fährst du einfach unter. Das geht nicht! Und warum nicht? Weil es das ist, was die Juden auch tun? Denk doch mal nach, Jan. Denk nach! Rephagen. Mitkommen. Sie können Ihre Sachen packen, Herr Rephagen. Warum? Ihnen ist die Fahndungserlaubnis entzogen. Die Ermittlungen laufen. Ermittlungen? Dachten Sie, Sie könnten sich ungestraft aneignen, was Deutschland gehört? Unsinn. Wie lautet Ihre momentane Adresse, Herr Rephagen? Sie haben mich überwachen lassen? Überrascht Sie das? Sie haben ohne Genehmigung eine Wohnung bezogen, die dem DSK und somit dem Deutschen Reich gehört. Die Ermittlungen werden zeigen, ob das Ihr einziges Vergehen ist.
Packen Sie Ihre Sachen. Morgen Vormittag, 9 Uhr, sind Sie wieder hier. Mit Ihrer Frau. Gerrit van der Veen, vertraut er dir? Wieso? Ich liefere ihn und seine Widerstandsgruppe Lages aus und du hilfst mir. Wieso sprechen Sie das jetzt erst an? Ich weiß es nicht. Und Frau... Veri. Erzählt uns alles über diesen Gerrit van Veen und den Überfall auf die Landesdruckerei? Wenn die Ermittlungen gegen mich eingestellt werden. Ja, sicher. Diese Informationen können auch an Den Haag gehen, an ihre Kollegen. Da hat der Überfall stattgefunden. Die wollen mich bestimmt noch lieber loswerden. Aber lassen wir es doch lieber in der Familie, oder? Heil Hitler! Ciao, Bella. Türlings. So. Das ist wirklich viel besser. Nicht so ein dunkles Loch wie die Stadthaudersgarde. Und die Schlüssel können wir nächste Woche haben? Ja. Ich benutze dieses Zimmer nicht. Wollt ihr euch die anderen Zimmer auch ansehen? Oh, ja? Ja. Dich kenne ich doch. Ich werde nicht noch mehr Menschen verraten. Das kann ich nicht. Willst du tatsächlich mit deinen Eltern nach Polen? Alles läuft schief. Sie haben Charlie, Eline und Toos mit zur Polizeiwache genommen. Können wir sie nicht retten? Du arbeitest doch da. Morgen. Morgen? Ganz schön früh. Ja. Zurück. Warum? Links die Treppe runter, da kommt ihr zum Zellenkomplex. Ich weiß nicht, wo mir der Kopf steht. Es ist mehr als genug. Hier, ich gebe manchmal zu probieren. Oh. Letztes Jahr zum Beispiel. Jan. Du bist früh. Ja. Du auch? Ja.
Ich hatte noch einiges zu tun in der Verwaltung. Ja, ja. Du willst, dass es keiner sieht, nicht wahr? Hast du gedacht, ich hätte es vergessen? Mit Grüßen von Rip Hagen. Was ist da los? Zigarette? Gut gemacht. Gut gemacht. Hast du was von Rip Hagen gehört? Wie soll ich denn etwas hören? Ich weiß nicht mal, wie dieser Mann aussieht. Wenn ich ihm begegnen würde, würde ich einfach an ihm vorbeilaufen. Ich finde ihn. Wie? Sollten die dich auf der Straße sehen, geht es nach Deutschland. Der Mann von Conny ist schon da. Und die Jungs von Ans und Peter. Ich lasse mich nicht erwischen. Vergiss Rip Hagen. So ein Mann kriegt von allein, was er verdient. Du wirst sehen. Ein Restaurant. In einem Zug? Ein Restaurant in einem Zug. Oh. Hier? Ja. Dass ich hier sitze. Und warum nicht? Ich liebe dich, Dries Rip Hagen. Ich dich auch, Frechdachs. Da, das Vaterbautje, da, aardig vrouwtje, da, lieve kleine meid. Mag ik het wagen jou iets te vragen, zeg, heb je even tijd? Als ik jou maar zie, ben ik gelukkig. Waarom ben je toch altijd zo nukkig? Dag, schattenboutje, dag, aardig vrouwtje, zeg, heb je even tijd? Ik spreek Frans en Spaans en ook Italiaans, ik heb diploma HBS. Maar het meisje waar ik zoveel van hou, dat zegt nog steeds niet yes.
Ze wint Portugees, net Chinees. Ze zegt algebra, Kletzika. Mijn diploma van de school noemt zij slechts apenkool. Dag, schattenbouwtje, dag. Aardig vrouwtje, dag. Lieve kleine meid. Mag ik het wagen jou iets te vragen, zeg. Heb je even tijd? Liebling, lässt du das Wasser ein? Natürlich. Nicht erschrecken, ich muss Dries sprechen. Wie kommen Sie hier rein? Ich konnte nirgends anders hin. Ich bin Bella. Dries? Geh ins Bad und schließ die Tür. Wer ist das, Dries? Jetzt. Lages hat mich rausgeschmissen. Nicht mein Problem. Ich brauche einen Ausweis. Ich muss nach Rotterdam zurück. Aus meinem Haus. Was willst du noch von mir? Ich habe doch schon alle meine Freunde verraten. Schlag doch! Schlag mich tot. Dries? Oder soll ich deiner Frau erzählen, was uns beide verbindet? Du wartest hier. Wer ist sie? Tut mir leid, sie dürfte gar nicht hier sein. Wer ist sie? Und lüg mich nicht an. Sie war beim SD und wurde entlassen. Also bricht sie hier einfach ein. Meine Worte, das habe ich ihr auch gesagt. Sie ist nur verwirrt. Sie muss hier weg. Hey. Was ist mit meinen Eltern? Das wird geregelt. Hier, Geld für den Zug. Und wenn ich dich wiedersehe, dann bringe ich dich um und deine Eltern auch. Verschwinde. Dries? Wann ist es soweit? Wieso? Ich wünsche dir, dass dein Kind tot geboren wird. Hey, Dries. Wird es nicht Zeit für einen kleinen Kurswechsel? Kurswechsel? Hast du nicht den Eindruck, diese ganze Geschichte wird jeden Moment vorbei sein? Nach der Normandie? Ja, es kann nicht schaden, seine Chancen jetzt noch mal etwas zu erhöhen. Harry vermietet ein paar Zimmer an Untergetauchte. Ich habe ein paar Gruppen mit Essensbons. Das läuft gut. Sollte hier also bald ein anderer Wind gehen? Hey, Dries! Mein Kopf steht auf der gottverdammten Todesliste des Widerstandes. Und ihr wollt, dass ich mich euch anschließe? Dank meiner Kontakte habt ihr euch den Krieg über gut durchfressen können. Sollte ich auffliegen, geht ihr alle hier mit mir mit. Jetzt, da die alliierten Truppen die niederländische Grenze überschritten haben, möchte ich im Namen all unserer Verbündeten ein herzliches Willkommen auf dem Boden unseres Vaterlandes ausrufen. Warum beeil dich, das muss alles hier verbrannt werden. Los, los, weg damit, wir müssen verbrannt werden. Warte schon. Pass auf, dass wir nicht übersehen. Das muss alles weg. Sind hier alle verrückt geworden? Dies, hör zu. Es ist ernst. Wir müssen hier weg. Ach ja? Und wohin? Nach Deutschland. Ach, Sie sind schon bei Rotterdam. Was denkst du dir? Dass ich von hier flüchte? Aus meiner Stadt? Hier ist der BBC Home Service mit weiteren guten Nachrichten. Die Alliierten haben die niederländische Grenze überschritten. Der niederländische Premierminister bat in seiner Ansprache, die Truppen an der Brücke willkommen zu heißen.
Bombardierung stattfand, war jedoch nicht bekannt. Die zweite britische Armee konnte 20 Meilen davon lokalisiert werden. Ist das Ihr Wagen vor der Tür? Ja? Die Schlüssel. Sofort. Warum? Ausnahmezustand. Wir ziehen Richtung Osten ab und brauchen alle Transportmittel. Und ich? Die Schlüssel. Nein. Bitte. In meiner Jacke. Ölschläge. Albert. Jan, du bist ja noch hier. Ich suche Andries Ripphagen. Ripphagen? Ich will seine Akte, die vor dem Krieg. Mit wem er zusammengearbeitet hat, wo er wohnte. Namen, Adressen. Hey, ich bin dein Vorgesetzter. Du arbeitest seit 4 Jahren für die Deutschen und die werden jetzt abgezogen. Hier, das ist seine letzte uns bekannte Adresse. Und Adressen von seinen Freunden, Firmen, Häusern und Orten, die er aufsuchte. Wo ist Ripphagen? Wahrscheinlich mit dem SD auf dem Weg nach Osten. Ich suche Andries Ripphagen. Keine Ahnung. Wir haben geschlossen. Oh. Dries. Hallo, Job. Hallo. Wir nehmen den roten Wagen da. Ja, wenn du mich lieb anguckst, kannst du dich mal reinsetzen. Spreche ich vielleicht Spanisch, du Angeber? Wir brauchen den Wagen. Wir müssen aus der Stadt Schlüssel her. Was bekomme ich dafür? Wir bezahlen dich später. Oh, das wird nicht passieren, Job, und das weißt du. Wie oft haben wir dich nicht bezahlt, bitte? Hast du etwa all die deutschen Kunden vergessen, die wir dir geschickt haben? Jetzt ist es für Job und Dries vorbei und ihr lauft wie ängstliche Jungs vor den Engländern davon. Von mir aus könntest du ihn behalten. Ja, vielleicht wird es Zeit zuzugeben, dass ihr euch für die falsche Seite entschieden habt. Bitte sei vernünftig. Jo. Stehen bleiben! Fallen lassen! Wer seid ihr? Fallen lassen! Wer seid ihr, verdammt nochmal? Auf den Boden! Sofort! Nicht schießen! Nicht schießen! Jan? Jan van Liemt? Oh mein Gott, du lebst ja noch! Ich dachte, ich wäre der Einzige! Fritz! Mann! Ich war untergetaucht. Wieso hast du ihn erschossen? Er war schon tot. Kennst du ihn? Nein. Was machst du dann hier? Ich suche Dries Ripphagen. Wer ist das? Das ist Wim Sanders, Leiter des CDI. Geheimdienst. Wir sammeln Informationen für den Widerstand. Warum suchst du Ripphagen? In der Stadt wimmelt es von Verrätern. Was macht ihn besonders? Er hat Gerrit verraten. Nein. Bella Türlings hat Gerrit verraten. Im Auftrag von Ripphagen. Es war seine Idee. Hast du Beweise? Nein. Aber wenn ich ihn finde, kriege ich es aus ihm raus. Das nehmen wir mit. Hier, er ist hier Stammkunde. Lass mich wissen, wenn du ihn gefunden hast.
Ist Dries zu Hause? Nein. Kann ich kurz reinkommen? Ich bin ein Kollege. Ich kenne nur wenige seiner Kollegen. Wie gut kennen Sie Ihren Mann, Frau Rephagen? Tja, wie gut kennt man andere? Ich habe Mitleid mit Ihnen, Frau Rephagen. Und mit Ihrem Kind. Es kommen harte Zeiten auf Sie zu. Ich vertraue Dries. Ich will nicht drum herum reden. Heute ist der Tag der Abrechnung. Tag der Abrechnung? Wir werden heute mit allen Verrätern abrechnen. Und Dries steht oben auf der Liste. Sind Sie deshalb hier? Wenn nicht heute, dann eben morgen. Und wenn nicht ich, dann ein anderer. Melden Sie ihn jetzt, wo es noch geht. Dries ist kein Verräter. Er ist nur beim SD, weil er so den Juden helfen kann. Nein, das ist eine Lüge. Beweisen Sie mir das Gegenteil. Kennen Sie Gerrit van der Veen und seine Gruppe? Das waren meine Freunde. Ja, und? Tun Sie es für Ihr Kind. Ich vertraue Dries. Dries lügt mich nicht an. Ich möchte, dass Sie gehen. Sollten Sie es sich anders überlegen... Das werde ich aber nicht. Lieber Dries, danke für deinen schönen Brief. Ich vermisse dich auch. Ich hoffe, dass du im Osten sicher bist. Und nein, natürlich bin ich nicht sauer auf dich. Es war klug, von dir wegzugehen. Die Neuigkeiten über die Befreiung haben sich als falsch erwiesen. Sie nennen das jetzt den Dolle Dienstag. Die meisten Deutschen sind jetzt wieder in der Stadt und tun so, als wäre nichts passiert. Aber es ist nicht so. Es hat sich etwas verändert. Die Stadt ist kurz vorm Explodieren. Meine Herren? Niemand weiß mehr... Abstimmen. ...wer hier das Sagen hat. Also. Auch wenn man nichts falsch gemacht hat, ist man seines Lebens nicht mehr sicher. Es gibt keine Regeln mehr. Aber mir geht es gut. Es ist ungerecht, dass wir nicht zusammen sein können. Dabei wollten wir doch nur Menschen helfen. Aber ich möchte, dass du dort bleibst, solange dieser Jan nach dir sucht. Ein Kind braucht einen Vater. Ich denke, dass es ein Junge wird. Guten Tag. Genauso ein Rabauke wie du. Seine Tritte werden immer stärker. Schreibst du mir bald wieder? Oder schick mir ein Foto, damit ich dein Gesicht sehen kann. Ich warte in Amsterdam auf dich. Tschüss, lieber Dries. Marie-Antoinette de Mol, Witwe von Barthold de Mol. Keine Kinder, keine Vorstrafen. Man hat aber beobachtet, dass regelmäßig Waffen abgeworfen werden. In der Nähe ihres Bauernhofs. Und? Wir haben bis jetzt nichts gefunden. Guten Morgen. Sie stehen doch sicher auf meiner Seite. Ich habe Ihrem Kollegen... Es tut mir leid. Ich will das nicht tun. Aber er setzt mein Kind und meine Frau in den Zug, wenn ich nicht mitmache. Wenn Sie irgendwas wissen, vielleicht kann ich Zeit schinden.
oder auch andere warnen. Er macht weiter, bis sie tot sind. Also, wenn Sie reden, kann ich Ihnen vielleicht helfen. Wo sind die Waffen? Ich weiß nichts von Waffen, glauben Sie mir. Mein Mann hat solche Sachen gemacht, ich weiß nicht. Ruhig, ruhig atmen, ganz tief einatmen. Ruhig. Bitte helfen Sie mir, helfen Sie mir. Aufwachen, wir müssen weg. Jan, wir müssen weg. Hier ist niemand. Ja, scheinen alle ausgeflogen zu sein. Hier gewesen sind sie. Lass die Finger davon. Das ist kategorisiert. Hm? Was ist da in den Kisten drin? Informationen. Tja, ich weiß alles über jeden, der auf der falschen Seite war. NSBler, Kollaborateure. Und wann wolltest du uns das erzählen? Also, ich möchte gern wissen, wer uns verraten hat. Jan, wir waren bei dir. Wer hat davon gewusst? Niemand. Fakt ist, schon zweimal wurde eine Widerstandsgruppe, in der du dabei warst, verraten. Unsere und die von Gerrit van der Veen. Hast du was dazu zu sagen? Wie kannst du es wagen? Gerrit war mein allerbester Freund. Ich hätte mein Leben für ihn gegeben. Aber du hast es nicht getan. Kannst du deine Unschuld beweisen? Kannst du beweisen, dass ich schuldig bin? Riphagen hat Gerrit verraten. Was tust du hier? Du kannst gesehen werden. Wem hast du gesagt, wo ich bin? Was? Wem hast du es gesagt? Niemandem. Was ist denn passiert? Hast du mich verraten? Warum sollte ich... Du bist die Einzige, die wusste, wo ich war! Hör auf! Du bist ja irre! Ich bin deine Frau! Ich liebe dich doch! Es tut mir leid. Was ist? Albert. Albert? Er war hier ein paar Mal an der Tür. Er hat dich gesucht. Was hast du bei Lena gewollt? Ich habe mir Sorgen gemacht. Du und Sorgen. War er allein? Ja. Vielleicht ist er mir gefolgt. Ich weiß, wo Riphagen ist. Ich werde es dir verraten. Aber du musst mir schwören, dass du nie vergisst, dass ich dir geholfen habe. Ich glaube es nicht. Du hast Geschäfte mit den Deutschen gemacht. Dann verrate ich dir nichts. Bleibst du bitte heute Nacht bei mir? Ich schwöre es.
ist in Assen beim SD. Was machst du, wenn du ihn findest? Oh nein. Was? Hab was vergessen. Ich war draußen. Jan. Na los, mitkommen. Aber wohin? Amsterdam. Du sagst dem Widerstand, was du getan hast. Was habe ich denn getan? Das weißt du selbst. Es tut mir leid, ich weiß nicht, wovon du redest. Wo ist Bella? Bella? Bella Türlings. Oder wie ist ihr richtiger Name? Worum geht es hier eigentlich? Du kommst mit. Und du wirst erzählen, dass du Bella gezwungen hast, Gerrit van der Veen zu verraten. Oh, das habe ich nicht getan. Was hat das Mädchen dir weisgemacht? Wenn du das wirklich denkst, warum erschießt du mich dann nicht? Du kommst den ganzen Weg von Amsterdam nach Assen? Hä? Ja, sie verdächtigen dich, nicht wahr, Jan? Jan, du hast nichts Dummes getan. Du hast zusammen mit ihr diese Gruppe verraten und jetzt willst du, dass ich nach Amsterdam komme, um die Schuld auf mich zu nehmen? Nein. Sieht aber danach aus. Und außerdem habe ich dir auf der Polizeiwache das Leben gerettet. Ich habe einem Verräter geholfen. Du hast mit zu dieser Gruppe... Willst du Brot mit Zucker oder Apfelsirup? Mein Name ist Lapian. Ich bin der persönliche Sekretär von Herrn Eindhoven. Herr Eindhoven möchte gern mit Ihrem Mann sprechen. Und worüber? Das sind unsere Referenzen. Ich habe von Gerrit van der Veen Gutes über Sie gehört. Schrecklich, dass er tot ist. Jemand muss nach dem Krieg in diesem Land die Führung übernehmen. Kriegsverbrecher und Kollaborateure müssen ausfindig gemacht und verurteilt werden. Und wir brauchen einen Sicherheitsdienst, im Hinblick auf zukünftige Angriffe. Von den Deutschen? Von den Kommunisten. Die sind jetzt die Gefahr.
Die sind schon an der Elbe. Das sind 5 Stunden Fahrt von hier. Sie haben mit Sanders gearbeitet. Wim Sanders, oder? Hier. Das ist von Louis Eindhoven. Mit der Bitte, mein Archiv im Rahmen der Staatssicherheit an die inländischen Streitkräfte zu übergeben. Was ist mit Sanders? Sanders ist im Besitz eines großen Archivs. Mit Schandtaten von Zehntausenden von Niederländern, aber er ist nicht bereit, die Informationen zu teilen. Es sind seine Informationen. Informationen in den falschen Händen sind lebensgefährlich. Ich habe zig Informationen über diesen Mann. Und er will mein Archiv? Nur über meine Leiche. Wissen Sie, dass Sanders Kommunist ist? Sanders? Er wurde der Rote in Enschede genannt. Eine neue Niederlande. Ehrlich. Stark. Demokratisch. Und sozial. Ich spreche nicht mehr mit Wim. Das weiß ich. Halten Sie Kontakt zu ihm. Sein Archiv enthält staatsgefährdende geheime Dokumente. Es wäre Ihre Pflicht, dafür zu sorgen, dass diese Informationen nicht in den Händen von Kommunisten sind. Ich will lediglich, dass die Kriminellen bestraft werden. Das will ich. Wenn Sie bereit sind, gegen die Kommunisten zu kämpfen, könnten wir einander sehr behilflich sein. Denken Sie darüber nach. Kommst du mit? Es heißt, dass die Kanadier heute Mittag kommen. Die Tür war offen. Hier, die Sterbeurkunde von Dries Rephagen. Komm, es wird gefeiert. Ich komm gleich. Er wurde ermordet. Der Täter wurde nicht gefasst. Na dann? Da war ein Mädchen. Bella Türlings. Vielleicht ist sie ja schon aus der Stadt, aber könntest du gucken, was ihr über sie wisst? Bella Türlings. Was ist mit ihr? Sie hat uns infiltriert. Damit will ich nichts zu tun haben. Sie hat mit Rephagen zusammen die Gruppe verraten. Ich habe dir Rephagen geliefert. Die Frau suchst du selbst. Schön ist. Ist er gesund? Alles in Ordnung? Es ist alles gut, Dries. Wir müssen weg. Einfach schnell Koffer packen, ein paar Kleider, den Schmuck und los geht's. Na komm. Warum willst du weg? Ach, nun komm schon. Ich gehe nirgends hin, wenn du mir nicht sagst, warum. Mich darf hier niemand sehen. Aber du hast doch nichts Falsches gemacht. Erklär das mal den Leuten auf der Straße. Liebling. Manke Thon und Harry Rond haben mit einem Mann in der Manixstraat geredet. Die sind jetzt sicher. Einem Mann? Einem Mann vom Widerstand. Sanders oder so. Ich kann das nicht riskieren, Liebes. Sie denken, dass ich tot bin und es ist besser, wenn es dabei bleibt. Und wohin müssen wir dann? Dries. Ich rufe Verbeek an. Den kenne ich schon ewig. Komm! Dries! Komm schon!
Warum stehst du da rum, verdammt nochmal? Hey, Verbeek! Du lebst noch, ha? Arschloch! Landesverräter, auf die Knie! Auf die Königin! Natürlich, natürlich. Wir sind jetzt eine Familie, Arya. Ich stelle noch ein Feldbett daneben. Und für Robby sehen wir mal. In Ordnung? Na, wir bleiben hier nicht lang. Ach nein, wo geht's denn hin? Ins Ausland. Was? Du hast doch gesagt, dass du nichts Falsches getan hast. Das habe ich auch nicht. Ich habe für den SD gearbeitet, um Menschen zu helfen. Aber das interessiert die Helden da draußen nicht. Die schießen dich einfach ab. Aber wieso gleich ins Ausland? Das wäre ein Schuldeingeständnis. Liebling, rede doch mit diesem Mann vom Widerstand. Thun sagt, er will eigentlich nur ein paar Informationen. Sie haben diesem Mann nur gesagt, wie es aussieht, und dann konnten sie wieder gehen. Eindhoven hat mich gebeten, mit dir zu sprechen. Er bietet dir eine Stelle beim BNV an. Er bietet mir eine Stelle an? Siehst du denn nicht, was er vorhat? Er will mein Archiv. Ja, er will dein Archiv. Das weiß ich. Ich habe meinen eigenen Dienst. Was? Allein? Wim, dieser BNV wird der offizielle Dienst. Pass bloß auf. Eindhoven hat Verbindungen. Bis ins Königshaus. Königshaus? Die sind den Krieg über sicher in London. Mach dir diesen Mann zunutze. Fordere, dass du Fahndungsleiter wirst. Eigenständig und mit Archiv. Was versprichst du dir davon? Er hat mir auch eine Stelle versprochen. Hey, ich weiß, dass du denkst, dass ich ein Verräter bin. Aber ich kenne jemanden, der beweist, dass ich unschuldig bin. Und den werde ich finden. Und Riphagen? Der hat gekriegt, was er verdient hat. War das Jan van Liemt? Ja. Dreckskerl, Mieser. Wieso? Er ist mein Mörder. Er kam allein nach Assen. Wie ein feiger Dieb, um mich abzuknallen. Nur weil ich zu viel über ihn weiß. Er wird für den Sicherheitsdienst von Eindhoven arbeiten. Ja, aber dann ist Eindhoven auf ihn reingefallen. Ich würde gern die Wahrheit erzählen. Über Jan und die anderen Verräter beim SD. Aber ich erzähl's nur ihnen. Sie könnten bei Fritz im Haus unterkommen. Da wird sie niemand finden. Fritz? Das bin ich. Warum muss ich meinen Mann verstecken? Er hat doch nichts falsch gemacht. Das werden wir in Ruhe herausfinden. Manke, Thon und Harry Ron durften sofort nach Hause. Wir hatten lange nicht so brisante Informationen. Ihr Mann bleibt weiterhin offiziell tot. Tut mir leid, ich dachte, du könntest sofort wieder nach Hause. Aber das macht doch nichts, mein Frechter. Hey, hey, hey. Nicht weinen. Fritz. Es wird bestimmt nicht lange dauern. Der wird dich beschützen. Hey, Liebling, komm. Schuhe ausziehen. Ja, richtig, Tour. Hier ist es.
Hier kannst du bleiben, bis sie mit dir fertig sind. Und warum dies Zimmer? Es kann als einziges abgeschlossen werden. Frau, die mit Riphagen gearbeitet hat. Ich würde in deinem Archiv gerne ihren Namen rausbekommen. Nein, das ist mein Archiv. Das war die Abmachung. Kannst du dann suchen? Kein Problem. Stell einen Antrag. Telefon. Ja? Ton Kuiper? Ton, hier ist Riphagen. Dries? Dries Riphagen? Ich brauche deine Hilfe und zwar schnell. Ist das ein Scherz? Ist es nicht, ich habe keine Zeit, das zu erklären. Du musst ein Mädchen für mich suchen. Betje Veri, komm, hol dir was zu schreiben. Ja, ich schreibe mit. Betje Veri, Veri mit Y, ein jüdisches Mädchen, Ende 20. Sie ist Witwe und wahrscheinlich in Rotterdam. Ja. Im Krieg nannte sie sich Bella Türlings, aber ihr richtiger Name ist Betje Veri. Sorg dafür, dass sie verschwindet. Ton? Und das ist kein Scherz? Ton, ich meine es ernst. Ich will nur wissen, wie lange er hier bleiben wird. Das liegt an ihm. Das kann ganz schnell gehen oder ein Jahr dauern. Ein Jahr? Fritz, niemand darf wissen, dass wir ihn haben, vor allem nicht Eindhoven. Dieser Mann hat beim SD gearbeitet. Deshalb hat er auch wichtige Informationen. Wenn wir ihn an Eindhoven verlieren, kommt sofort das Exekutionskommando. Wer sagt, dass wir ihm vertrauen können? Jan zufolge hat Riphagen Gerrit verraten. Ja, genau, Jan zufolge. Nur zwei Leute haben aus dieser Gruppe überlebt. Du und Jan. Und wer hat dann unser Versteck verraten, unsere Untertauchadresse? Jan. Exekutieren kann man immer noch. Aber erstmal müssen wir alles gründlich untersuchen. Verhör von Bernardus Andreas Riphagen. Geboren am 7. September 1909. Anwesend sind Frederik Kerkhoven und Willem Evert Sanders. Sie wissen, weshalb Sie verhört werden? Sie wollen, dass ich Leute verrate? Nein, so würde ich es nicht nennen wollen. Ah, verstehe. Erster Punkt. Was wissen Sie über Jan van Liemt? Jan hat Gerrit van der Veen verraten. Ich kam zu spät dahinter. Konnte nichts mehr tun. Herr Riphagen hat uns ein Foto übergeben. Es wurde wahrscheinlich bei der Verhaftung von Gerrit van der Veen aufgenommen. Auf ihm ist Jan van Liemt mit einer unbekannten Frau und Willi Lages zu sehen. Ich kenne jemanden auf der Wache. Arbeitete Jan allein? Ich denke, er arbeitete mit diesem Mädchen zusammen. Sie arbeitete auch für den SD. Ich glaube, sie war Jüdin. Bella Türlings. So. Sie ist Ihnen bekannt. Ist das Ihr richtiger Name? So nannte sie sich damals. Diesen Namen verwendet sie sicher nicht mehr. Nein, wahrscheinlich nicht. Schöner Karl, Halvermannsteg, ist im Besitz von gestohlenen jüdischen Gütern, vor allem Bildern. Der schwarze Gerrit und sein Bruder Bob arbeiteten für die Gestapo. Italiener. Danke. Gold, Juwelen, es wurde alles mitgenommen. Kees, der Hausbesetzer, wie wir ihn nannten. Eigentlich Kees van der Berg mit GH, der schlimmste von allen, arbeitete auch für die Gestapo. Kemp.
Der Blaue vom Lokal in der Amstelstraat war der Vertrauensmann vom SD. Freddy van Nuenen hatte Listen mit untergetauchten Juden. Ich bin auf der Suche nach einer Frau. Bella Thürlings hat sie sich genannt. Bella. Kenne ich nicht. Denken Sie nach. Ich merke mir doch nicht die Namen irgendwelcher Juden. Konnte Ripphagen die Mitarbeiter einfach so anwerben, ohne dass Sie wussten, was für Leute das waren? Natürlich nicht. Alles wurde verwaltet. Unter meiner Führung war das Amt in bester Ordnung. Das könnten Sie sich mal zum Vorbild nehmen. Aber das Archiv ist vernichtet worden. Nicht das ganze Archiv. Und wo ist es dann? Warum sollte ich Ihnen helfen? Die Todesstrafe wartet auf mich. Vielleicht lässt sich da noch was machen. Und das können Sie hier bestimmen. Haben Sie eine Wahl? Im Keller. Und Betje hieß sie. Nachname weiß ich nicht mehr. Wir haben ganz Rotterdam abgesucht. Sie ist nirgends zu finden. Wenn sie quatscht, ist alles, was ich hier tue, umsonst. Wir wollen dir ja helfen. Aber was nicht geht, geht nicht. Gib mir Ton. Wim, wo ist das SD-Archiv? Daran wird gearbeitet. Ich will Einsicht. Sofort. Der Grund? Ich brauche keinen Grund. Jan ist auf der Suche nach dem richtigen Namen einer Vertrauensfrau. Deckname Bella Thürlings. Und warum hat Jan keinen Antrag gestellt? Den hab ich gestellt. 13 Wochen Wartezeit. Ja, es ist ziemlich viel zu tun. Wir müssen eine Menge Verräter ausfindig machen. Dann lass mich in das Archiv. Aber das Archiv ist ja, es ist dein Archiv, wissen wir. Ganz genau. Aber das gilt nicht für das SD-Archiv. Ihr habt überall gesucht. Ja, wir waren 2 Tage damit beschäftigt. Auch im Norden, Hofplein? Wir haben den ganzen Hofplein abgesucht. Hofplein wurde zerbombt. Ihr wart nicht mal da. Ja, naja, und? Du kannst wirklich nicht von uns erwarten, dass wir in Friedenszeiten Leute für dich abknallen. Wir sind fertig mit dir, Dries Ripphagen. Du bist jetzt allein, mein Junge. Hey! Hau ab! Niemand wird dein Archiv übertragen. Ich will nur einen Blick reinwerfen. Können wir uns darauf verständigen? Die Mühe ist vergebens. Ich habe schon alles durchsucht. Diese Vertrauensfrau von Ripphagen ist nicht zu finden. Lage sagt, sie heißt Betje. Bitte? Ihr Vorname ist Betje. Bella Thürlings. Sagt Lages. Und Jan durchsucht jetzt gerade das ganze SD-Archiv völlig allein. Wurde es nicht zerstört? Betje, der Teufel soll mich holen. Betje aus Rotterdam. Betje Veri, mit Y. Und Sie behaupten, dass Jan zusammen mit Betje Gerrit verraten hat? Ja. Du kanntest die Gruppe. Ihr habt doch die Druckerei überfallen. Ihr hattet bestimmt hunderte dieser Ausweise. 10.000. 10.000? So was. Die müssen ein Vermögen wert gewesen sein. Und was ist mit ihnen passiert? Ich weiß nicht. Aber ich. Dieser Kerl geht über Leichen. Wenn er diese Betje Veri vor uns findet, knallt er sie ab. Sie ist die letzte Zeugin. Haben überlebt. Sie sind in Rotterdam. Das hier ist ihre Adresse. Und werden wir sie finden? Du findest es raus. Und was ist mit Dries? Der weiß, dass er mit dem Rücken zur Wand steht.
Elisabeth Veri. Witwe von Franz Thürlings. Und wenn ich sie finde? Sie darf nicht zum Sicherheitsdienst. Jan darf sie nicht bekommen. Du vertraust Dries mehr als Jan? Ich vertraue niemandem. Aber Dries arbeitet gut mit und Jan ist von Anfang an ein Störenfried gewesen. Elisabeth. Bettje. Wenn ich Jan mit Bettje Veris Hilfe entlarven kann, dann ist Eindhoven geliefert. Dann hab ich das Sagen. Und dann nehmen wir alles in Angriff. Die Niederlande als neues Land, Fritz. Es ist zum Greifen nah. Sie wurde vor einer Stunde abgeholt. Was? Wirklich? Von wem? Sie kannte ihn wohl. Ich weiß nicht, wieso Sie meine Tochter suchen und ich will es auch gar nicht wissen. Aber eins will ich Ihnen sagen. Ohne Sie wären wir nach Polen geschickt worden und jetzt bestimmt tot. Was sie getan hat, wie schlimm es auch sein mag, hat sie für uns getan. Mhm. Der Mann, der sie abgeholt hat, sagte auch, er sei vom Geheimdienst. Setz dich bitte hin. Ich muss kurz telefonieren. Kerkhoven. Du kennst mich nicht. Du hast mich noch nie zuvor gesehen. Und du hast noch nie mit mir gesprochen. Hör zu, du gibst Jan die ganze Schuld. Wenn du auch nur einmal meinen Namen erwähnst, erschieße ich dich und deine Eltern. Du hast die Gruppe verraten. Zusammen mit Jan van Liemt. Verstanden? Verstanden? Ich habe nichts damit zu tun. Ja, ganz genau. Ja, gut. Bis dann. Alles gut. Mein Chef kommt gleich. Jemand hat Bettje Veri gerade aus Rotterdam abgeholt. Man erwartet sie. Jan, ich erzähle gerade, dass Frau Veri hier etwas zu sagen hat, das dich und Herrn Eindhoven sehr interessieren wird. Ich will sie verhören. Das ist meine Sache. Es scheint mir unpassend, dass ein Verdächtiger von einem Mitverdächtigen verhört wird. Bitte? Ich habe aus verlässlicher Quelle erfahren, dass Gerrit von Bettje Veri in Zusammenarbeit mit Jan van Liemt verraten wurde. Nein. Mit Ripphagen. Ich bin kein Verräter. Frau Veri behauptet aber was anderes. Das kann überhaupt nicht sein. Das wird man sehen. Wurden Sie gut behandelt? Ja, danke. Sie waren beim SD als Vertrauensfrau Nummer 196 registriert. Ist das korrekt? Das ist korrekt. Und in dieser Funktion stießen Sie zur Gruppe von Gerrit von der Feen? Ich kannte Charlie Hartog. Wie hast du sie gefunden? Zur Stadthalterskarte. Meine Arbeit. Ich habe sie gemocht. Sie waren meine Freunde. Auch Jan. Hm. Aber am 30. Juni 1944 wurden vier Freunde der Gruppe in ihrer Wohnung verhaftet. Einer davon kam ums Leben. Das stimmt. Waren Sie als Vertrauensfrau in diese Verhaftung involviert? Haben Sie Informationen weitergegeben? An wen? Arbeiteten Sie mit Ripphagen? Oder mit Jan van Liemt? Ich habe mit niemandem zusammengearbeitet. Ich habe Ort und Zeit an Lages weitergegeben. Nur das. Ich habe 1.000 Gulden dafür bekommen und das war es mir wert. Tja,
Wenn Sie die alleinige Täterin waren, bedeutet das den Strick für Sie. Das habe ich dann vielleicht auch verdient. Warum tut sie das? Sie will dich schützen. Ihr hattet eine Beziehung. Nein, sie beschützt Dries. Warum schützt sie einen Toten? Wieso? Sie will dich schützen. Betje Veri, woher wusstest du, dass sie so heißt? Und auch ihren Aufenthaltsort in Rotterdam? Ich hab dir doch gesagt, das gehört zu meiner Arbeit. Ihren richtigen Namen wusste Worauf nur Dries. Worauf willst du hinaus? Er lebt noch. Du hast mit ihm gesprochen. Mann, du weißt nicht, was du sagst. Ja. Nein, selbstverständlich. Ich verstehe. Ja, in Ordnung. Bis dann. So, mein Spatz. Und? Wim ist noch beschäftigt damit. Wurde Jan jetzt verhaftet oder nicht? Wim kann zurzeit leider nicht herkommen. Er fürchtet, dass man ihm folgt. Er muss diesen Ort hier vorerst meiden. Und wie lange? Eine Woche. Also dauert es noch eine Woche länger. Er hat alles erzählt, was er weiß. Dries ist unschuldig. Der Krieg ist vorbei. Fritz? Weiß Jan, dass ich noch lebe? Kann ich dir vertrauen? Ja. Nein. Kann ich dir vertrauen? Ja. Ich habe einen Tresor in Luxemburg. Die Leute, die ich gerettet habe, und es waren viele, haben mir wertvolle Dinge zur Verwahrung gegeben. Warum hast du das nie erzählt? Weil ich nicht wusste, ob ich dir vertrauen kann. Es geht nicht nur um ein paar Ohrringe. Gret. Was ist in diesem Tresor? Es geht um sehr viel Geld. Ganz genau. Und hinter dem ist Jan her. Es geht nicht um mich, es geht um das Geld dieser unschuldigen Menschen. Wenn Jan mich findet, ja, dann sehen diese Unschuldigen ihr Geld nie wieder. Dann war alles umsonst. Und das will ich mir nicht bieten lassen. Wim wird hier eine Woche nicht herkommen. Ich kann dich aber nicht gehen lassen. Ja, dann gehst du statt meiner. Geh nach Luxemburg, ich bezahle zur Not. Aber ich kann doch nicht... Ich bin dort noch nie gewesen. Fritz, würdest du mit ihm nach Luxemburg gehen? Folgst du mir jetzt Tag und Nacht? Du weißt, wo er ist. Du hast die Sterbeurkunde selbst gesehen. Bist prahlend durchs Haus gelaufen, dass du ihn erschossen hast. Was denkst du, was passiert, wenn Eindhoven rauskriegt, dass Riphagen noch lebt? Und dass du wusstest, wo er war? Ich finde ihn, Wim. Und dann hängst du. Sanders. Wim, hier ist Dries. Ich bin gerade im Club. Ich musste mal raus. Wenn dir das Sorgen macht, weißt du ja, wo du mich findest.
Hast du Geld dabei? Wo ist Fritz? Keine Ahnung. Vielleicht hat er irgendwo ein Mädchen. Ich habe mir nur kurz die Beine vertreten. Ich muss mich ans freie Leben gewöhnen. Ich komme doch demnächst frei. Böttcher hat Jans Namen nicht genannt. Und Eindhoven? Der weiß auch nicht, dass ich hier bin. Wim, leg das Ding weg. Du kannst mich nicht töten. Ich muss es tun. Ach ja? Dann musst du meine Frau auch umbringen. Und Harry Rond und Manketon und 10 andere, die wissen, dass ich hier bin. Na, was ist jetzt, du dreckiger kleiner Kommunist? Soll ich dich mal ordentlich wachrütteln, Wim Sanders? Ich hab dich komplett manipuliert. Betje Veri hat getan, was ich ihr aufgetragen habe. Ich bin derjenige, der diese Gruppe verraten hat. Ich. Ich war dabei, als sie Badrian in den Kopf geschossen haben. Nein, Mann, du lügst. Ja, ich lüg dich seit Wochen an. Aber du hast es nicht kapiert. Dieser Eindhoven lacht sich den Arsch ab. Du wirst das Gespött des Geheimdienstes. Ganz zu schweigen von all den Leuten, die ich dich ergreifen und töten ließ. Oh, oh, Wim. Erschieß mich doch einfach. Nein, Wim. Ich werde dich bestimmt nicht töten. Hey, du wirst mir helfen. Gibst du Dries den Koffer? Das gehört noch dazu. Warum verteidigst du Riphagen? Betje, hast du ihn gesehen? Fritz, dein Bruder hat doch einen Leichenwagen. Wieso? Ruf ihn an, sag, dass Wim vorbeikommt und ihn holt, einschließlich Sarg. Was? Was ist denn los? Ich will über die Grenze. Wim? Ruf ihn bitte an. Wo ist er? Hat er dich bedroht? Fritz. Er ist nie hier gewesen. Wenn ich was sage, ermordet er meine Familie doch noch. Sag, wo er ist. Er wird nie damit aufhören. Wenn ich ihn finde, werde ich ihn zum Reden bringen. Er manipuliert jeden. Ich lasse ihn aussagen, dass er dich gezwungen hat. Er muss sterben. Sonst werde ich nichts sagen. Ich verspreche es dir. Er ist bei Kerkhof. Also, ich rufe an, sobald ich drüben bin. Ich habe noch 2 Namen für dich. Harry Rond und Manketon Kuiper. Noten und Schwarzhandel. Adresse liegt auf dem Küchentisch.
ist er? Du bist zu spät. Er war monatelang hier und du hast ihm geholfen. Und Geralt? Wo ist er? Wo ist er hin? Er passiert heute die Grenze. Welche Grenze? Ich weiß es nicht. Alle Grenzen müssen geschlossen werden. Die deutsche und die belgische. Was für ein Chaos, mein Gott. Wenn wir Riphagen finden, haben wir Sanders und sein Archiv. Nein. Was? Ich müsste zugeben, dass meine Leute mich verarscht haben. Wenn Sanders geschnappt wird, bin ich selbst dran. Und Riphagen? Der ist offiziell tot. Wenn er schlau ist, bleibt er das. Dann büßt Betty Veri für alles. Wir haben Zeugenaussagen. Und das Geständnis, da ist nichts dran zu rütteln. Betty Veri ist schuldig. Ist das Gerechtigkeit? Wofür tun wir das bitte? Die Russen sind auf halbem Weg nach Deutschland. Dafür tun wir das. Er sagt, dass er diesen Leuten geholfen hätte. Zu spät. Ich muss dafür sorgen, dass Gretje aufbricht. Aber ich will, dass sie hier bleibt. Sie ist nicht mitgegangen? Er ruft an, wenn er über die Grenze ist. Dann soll ich sie bringen. Dries ist geflüchtet. Mit allen Sachen. Ich soll doch nur meinen Mann verraten. Wenn er unschuldig ist, hat er nichts zu befürchten. Er hat nur ein paar Leuten geholfen. Ach ja? Diesen vielleicht? Ja. Ja, er bewahrt ihre Wertsachen auf, solange bis sie wieder hier sind. Sie kommen nicht wieder. Wir haben sie in den Zug gesetzt, nach Polen. Sie wurden vergast. Aber das ist doch nicht Dries Schuld. Das ist Esther Sharp. Dries hat sie beschützt. Ja. So lang, bis sie ihm all ihre Freunde und Familienangehörigen nannte. Und als sie niemanden mehr hatte, musste sie verschwinden. Du kannst jetzt viel erzählen, aber ich glaube dir kein Wort. Sie hat sich vor meinen Augen umgebracht. Eine schöne Kette, wirklich.
deine Stimme zu hören. Ich bin drüben, es hat geklappt. Entschuldige, es ging plötzlich ganz schnell. Wie schön, dass du die Sachen aus Luxemburg holen konntest. Bist du bereit? Dries. Ja, ich weiß, aber es geht nicht anders. In ein paar Jahren sind wir zurück. Du hast mir eine Kette geschenkt, erinnerst du dich? Ja, was ist damit? Die ist auf einem der Fotos aus deinem Tresor. Ach, du hast die Fotos. Was für ein Glück. Die Kette schenkte mir diese Frau aus Dank, weil ich ihr bei der Flucht vom SD geholfen habe. Also lebt sie noch? Ja, auf jeden Fall. Ja, sie ist sicher in Antwerpen. Ich habe sie selbst dorthin gefahren. Bist du noch dran? Ja, ich bin dran. Hol dir am besten Stift und Papier. Du musst bei der Kamtshauzer Heide über die Grenze und dann den Schildern zum Kloster folgen. Du wirst mich zwischen den Mönchen schon erkennen. Liebes, wenn ihr morgen da seid, dann machen wir alles zusammen. Zu dritt. Ja? Ja. Wirklich? Ja, dann sind wir zusammen. Und mein Frechdachs, ich liebe dich. Ich liebe dich auch, Dries Repagen. Ich weiß, wo er ist. Er lebt noch. In Belgien. Der Krieg ist vorbei. Jemand muss ihn aufhalten. Ist es dann zu Ende? Jan. Dries. Wo ist Gretje? In Amsterdam. Haltet ihr sie fest? Nein, Dries. Ich habe Gretje gezeigt, wer du wirklich bist. Du hättest sie nicht anlügen sollen. Bleib stehen, Dries. Es ist vorbei. Hast du vielleicht Feuer für mich? Los, auf die Knie!
Auf die Knie! Für Mord bekommst du 20 Jahre. Auf die Knie! Jan, genau das wollen sie von dir. Eintrufen und Sanders wollen, dass du mich tötest und ich alles mit ins Grab nehme. Halt die Klappe. Nein, das werde ich nicht tun. Ich kann das aufklären. Mit Sanders. Ja, ich habe ihn verarscht. Er half mir bei der Flucht. Ich weiß, wie viel er umgebracht hat. Ich kann euch von allen Juden, die ich verraten habe, erzählen. Ich will nichts von dir, Dries. Auf die Knie! Ich könnte Betje helfen. Denen erzählen, dass ich Betje gezwungen habe, Van der Feen zu verraten. Dass es meine Idee war. Sie ist unschuldig. Wenn du mich erschießt, wird Betje gehängt. Niemand wird ihr glauben. Vielleicht auch besser so. Dann kann ich Robbie aufwachsen sehen. Das glaube ich nicht. Und wieso nicht? Ich habe Gretje und ihn bei Fritz Kerkhoven gelassen. Ja, und? Fritz wird diese Gelegenheit sicher nutzen. Was denkst du, welchen Vater Gretje für ihren Sohn lieber hat? Einen Widerstandskämpfer oder einen Kriegsverbrecher? Komm schon, Dries.
many more like me, and I am not ashamed to see it as I see, and I'm not innocent, but if I don't take this chance to build up something new, someone else will take my place. I hope we're not the same.